Bein. Was ist denn das hier für ein Karton? Sprach kurz mit Karton! Du klein hier, du! Scary! Once again, back is the incredible JG am Stizzle. Pow! Was geht ab, Freunde? Warum schreibt ihr mir und warum kommentiert ihr unter manchen Videos oder sonst wo? Ich soll auf das Comeback von Julien reagieren. Also ich mache das gerne, ich habe das Video gesehen, ich finde es schön, dass er zurückkommt, ich freue mich drauf, ich wünsche mir und hoffe, dass er es durchzieht. Aber was für eine Art Video wollt ihr von mir sehen? Soll ich mir das angucken oder... Hä? Also keine Ahnung, helft mir mal ein bisschen auf die Sprünge, dann mache ich auch gerne dazu ein Video, aber ich weiß ja nicht ganz genau, wie ich vorgehen soll, me friendos. Yes, yo, heute mit dem Battle Adolf Hitler gegen Saddam Smiles versus Taylan. Da bin ich natürlich auch ein bisschen gespannt, weil ich überhaupt nicht weiß, was auf mich zukommt. Irgendwas passiert jetzt. Und ich weiß nicht was, aber wir lassen uns darauf ein und beginnen, so wie es mein lieber Dokumentenbruder Chris hier feinsäuberlich angefertigt hat. Hier seit der dritten Abmahnung. Läuft's aber bei dir, ne? Das ist super. Manchmal muss man als Chef auch einfach mal ein paar Machtwörter hier durch den Raum fegen. Verstehst du, was ich meine? Geben wir uns, wir beginnen mit Smiles. Ich habe auch gehört, dass ich das jetzt nicht so krass bewerten soll. Also nicht so oft Stopp drücken und so, sondern einfach durchlaufen. Ach, ich mach's eh, wie ich es am liebsten mach, nämlich spontan. Wir gucken uns das an. Und ich gebe meinen Senf dazu ab, so wie Wurstbudenbesitzer. Ja? Einverstanden? Let's do it! Yeah. Aha. Smiles. Ich muss mein Handy umdrehen, ansonsten kriege ich einen Burnout. Ey, der kleine Spinner soll mein Gegner sein, wie kann man nur so... Das ist doch schon wieder der Beat, den wir jetzt schon 9-mal gehört haben, oder? Smiles. Ey, der kleine Spinner soll mein Gegner sein. Wie kann man nur so eklig weinen? Dein Vater hielt dich für einen Hund und sperrte dich im Käfig ein. Seht es ein, der Junge ist für nichts zu gebrauchen, außer an Autobahnraststätten seinen Arsch zu verkaufen. Deswegen. Ja, okay. Finde ich jetzt eigentlich so vom Flow her gar nicht so schlecht, aber er ist für nichts zu gebrauchen, als an Autobahnraststätten seinen Arsch zu verkaufen. Also wenn das jetzt diese Reime, die jetzt wirklich nicht so geil sind, wenn das sich jetzt durch das ganze Battle zieht, dann weiß ich auch schon, warum dieses Battle nicht so gehypt wird. Also vom Reim her ist das direkt nicht so geil, obwohl der Einstieg klar geht. Wie kann man nur so eklig... Ey, der kleine Spinner soll mein Gegner sein, wie kann man nur so eklig sein? Guck mal, der kleine Spinner soll mein Gegner sein, wie kann man nur so eklig sein? Er reimt sein auf sein, was jetzt, ja, ist nicht so schön, aber wenn er so sagt, der kleine Spinner soll mein Gegner sein, wie kann man nur so eklig sein? Warum reimt er nicht, ey, der kleine Bastard soll mein Gegner sein, wie kann man nur so eklig sein? Da hat er wenigstens die A-Silbe, den A-Laut, das Bastard, Gegner sein, kann man eklig sein. Dann hätte er diesen Vorreim gehabt, beziehungsweise den Vorlaut, der das Ganze runtergestaltet hätte, dann wäre es gar nicht so schlecht gewesen. Ey, der kleine Bastard soll mir... Ey, der kleine Bastard soll mein Gegner sein? Wie kann man nur so eklig sein? Dein Vater hielt dich für einen Hund und sperrte dich im Käfig ein. Ja, Käfig, ja. Seht es ein, der Junge ist für nichts zu gebrauchen, außer an Auto... Er seht es ein, Käfig ein, also er reimt einmal sein auf sein und ein auf ein. Autobahnraststätten seinen Arsch zu verkaufen, deswegen schämt er sich, weil er von dicken Pennern den Penis kriegt. Das ist irgendwie wie Wolfgang Schäuble. Geht doch nicht, man denkt, dass du ein... Er schämt sich, weil er vom Penner den Penis kriegt. Das ist wie Wolfgang Schäuble. Geht doch nicht. Also, ich meine, warum soll ich dafür keinen Punkt geben? Ich meine, diese Schäuble-Zeilen sind natürlich schon jetzt auch nicht mehr so krass neu, innovativ und kennt man irgendwie schon. Aber ist jetzt nicht schlecht. Also, dafür kann man doch ein Pünktchen geben. Also, Mädchen, bis einer an den Penis kriegt, das ist irgendwie wie Wolfgang Schäuble. Geht doch nicht. Man denkt, dass du ein Mädchen bist, denn du hast große Blaselippen. Aber er kommt ab Mädchen. Er zieht jetzt den Reim durch. Irgendwie wie Wolfgang Schäuble. Geht doch nicht. Man denkt, dass du ein Mädchen bist, denn du hast große Blaselippen. Hast du mal versucht, mit deinem Arsch in einer scheiß Bar zu strippen? Anstatt im Park. Du hast große Blaselippen. Hast du mal versucht, in einer scheiß Bar mit deinem Arsch zu strippen? Zu sitzen, Sachen in den Arm. Hast du mal versucht, mit deinem Arsch in einer scheiß Bar zu strippen? Anstatt im Park zu sitzen, Sachen in den Arm zu ritzen und drauf zu warten, dass jemand kommt, um dich in den Arsch zu ficken, armes... Ja, also, keine Ahnung, das sind halt alles komplett so Punchlines, die so meiner Meinung nach ins Nichts treffen, aber ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie es mit dem Aussehen, wie es bei Taylan mit dem Aussehen aussieht, mit dem Blaselippen und so, ich habe überhaupt kein Bild gerade von ihm vor Augen. Es sind alles so ein bisschen so Nonsens-Zeilen, die ein bisschen ins Leere greifen. Ja, aber ansonsten, ich meine, bis jetzt finde ich das
also nicht so wack halt irgendwie. Zu sitzen, Sachen in den Arm zu ritzen und drauf zu warten, dass jemand kommt, um dich in den Arsch zu ficken. Armes Flittchen, ich kann dich verstehen, du bist sehr depressiv, weil es außer Agent Speed nicht viel in deinem Leben gibt. Das fand ich gut. Das finde ich gut. Armes Mädchen, ich kann dich verstehen, das macht dich depressiv, weil es in deinem, weil es bei dir außer Age und Speed nicht viel in deinem Leben gibt. Also es ist doch ganz gut. Da gib mir doch mal einen Punkt. Ha, da stellt man sich wieder gegen den Strom und bewertet das Ganze einfach mal gut. Bist du hier im Job stehen, du bist sehr depressiv, weil es außer Age und Speed nicht viel in deinem Leben gibt. Jetzt stehst du hier im Job, BB, doch willst du sein Gesicht nicht zeigen. Eine Runde reicht und vor mir wird sich diese Bitch verneigen. Du hast einen Ja, das ist halt komplett Nonsens-Zeile, komplett scheiße. Doch willst du sein Gesicht nicht zeigen. Eine Runde reicht und vor mir wird sich diese Bitch verneigen. Du hast einen Stock im Arsch, doch nicht, weil du so spießig bist. Nein, weil dein Vater pädophil und du sein kleiner Liebling bist. Junge, du mehr. Ist eigentlich, könnte eine ganz gute Zeile sein, so. Nicht weil du so ein. Ach, doch nicht, weil du so spießig bist. Du hast einen Stock im Arsch, aber nicht weil du so spießig bist, sondern weil dein Dad pädophil ist und du sein neuer Liebling bist. Naja, abgesehen davon, dass er halt, selbst wenn er pädophil wäre, was hat das damit zu tun? Weil Taylor ist ja aus einem Alter raus, wo Pädophile einen Harten von kriegen, so, ne? Deswegen greift die Zeile nicht so krass, aber ich finde sie jetzt auch eigentlich nicht so, ich finde sie eigentlich so gut, dass man dafür einen Punkt geben kann, weil es ist zumindest mal eine Zeile, die so, ich will nicht sagen, um die Ecke denken lässt oder so, aber sie ist so ein bisschen mal busy anspruchsvoller. Bist mein, weil dein Vater pädophil und du sein kleiner Liebling bist. Junge, du merkst selbst, dass du Pisser gegen mich keine Chance hast. Keine Chance hast, Mütze. Denn diese Runde zeigt dich was, wo es lang geht wie ein Kompass. Wie ein Kompass, Mütze. Na gut, ich zeig dir, wo es lang geht wie ein Kompass, ist so, ich wollte gerade sagen, böse ausgelutscht und so, da ist mir eingefallen. Ich habe auf meiner Survivor-Bonus-EP auch so eine ähnliche Zeile gekickt bei meinem Ex zum Drehen-Song, von dem jetzt übrigens der Beat auf rap-tutorial.de, beziehungsweise nein, auf dem YouTube-Channel von Rap-Tutorial online gegangen ist. Was eine Überleitung, Alter. Ich bin sowas von der King, Alter, Digga. Boah, Props. Da habe ich eine ähnliche Zeile. Man könnte sagen, dass du den Faden verloren hast wie eine zapplige Oma beim Nähen von Damenpullovern. Ich warne dich nur vor, Mann. Mein Leben nimmt gerade an Form an. Ich fahre mit einem Mofa querbeet durch die Toskana nach Roma. Bewahre die Obacht, ansonsten kriegst du gerade mal einen Stromschlag. Beleidige einmal meine Clique, ich schlag dich ins Koma. Ähnlich wie Ali bei Formen. Ich frage mich gerade, woher du deinen ranzigen Flow hast. Ach, du warst gerade auf dem Flohmarkt. Ich bin ein haariger Vollspast und komm mit Knarre zum Walmart. Und sorg für Panik wie eine tanzende Kobra. Zeige möchte gern. Ja, da kommt die Zeile. Ich zeige möchte gern, wo es lang geht, wie eine Nadel vom Kompass. Du nennst mich nur so lange wack, bis du einen Satz vom Balkon machst. Quatsch mich nicht voll, Punk. Ich mache freitags la wieder loka und den gesamten Samstag und Sonntag verschlafe ich spontan. Und meine Freundin fragt mich am Montag, was ich genommen habe. Ich sag gar nichts, Schatz. Auf der Party gab's nur Wasser und Cola. Deswegen jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, die Zeile ist ausgelutscht, dann würde ich mir ja selbst in den Arsch ficken. Deswegen überhören wir das einfach mal. Hook finde ich vom Flow gar nicht so schlecht. Also bis jetzt, ich erwarte halt so komplett so die Blamage irgendwie, so ein Fail, so ein Lacher, so eine Blamage halt, ja. Aber bis jetzt kommt die nicht. Ich finde es bis jetzt, abgesehen vom Video, auf das ich ja nie groß eingehe, Julian ist natürlich, selbst wenn er da in New York City oder wo auch immer rumtanzt, ist das Video natürlich scheiße, ne. Aber so vom Flow auch in der Hook erinnert er mich von der Tonlage brutal an irgend so ein Urgestein aus dem deutschen Rap-Game. Muss schon mal überlegen. Runde zeigt dich was, wo es lang geht wie ein Kompass. Wie ein Kompass, Mutte. Wenn wir uns sehen, kriegst du erstmal hart aufs Maul wie bei Ombak. Ja, Mann, wie bei Ombak, Mutte. Taylor, nimm dein Mic und verpiss dich aus diesem Battle, Mann. Ich brauche keine Waffen und fick dich mit Schiff und Sättel. Bitch! MCP, du. Aber ganz im Ernst, bis auf die Kompassteile, die wir jetzt einfach mal gehört haben, finde ich das gut. Also ich gebe dafür einen Punkt. Ich finde, das ist ein schöner Flow, der sich so ein bisschen abhebt, der für ein Hookbild sorgt und finde ich jetzt nicht schlecht, Alter. Bär, du bist nicht der. Ich brauche keine Waffen und fick dich mit Schiff und Zettel. MC Pedobär, du bist nicht der Rede wert. Setz dir eine Kapuze auf und denkst, dass du Genetik wärst. Ich flex mein ganzes. Ja, wer ist denn jetzt der Pedobär? Der Vater von ihm oder er selbst? Ja, da musst du dich aber mal kurz festlegen. Du bist nicht der Rede wert. Setz dir eine Kapuze auf und denkst, dass du Genetik wärst. Ich flex mein ganzes Sägewerk, nicht regulär. Bring jeden her. Du sorgst Tracks aus dem Internet. Deine Ma sorgt mir den Penis leer. Die hässliche. Ja, finde ich ganz gut. Ich meine, wenn er jetzt nur sagt, du saugst Tracks wie ein Sägewerk oder ich flex wie ein Sägewerk, finde ich ganz gut. Ich flex wie ein Sägewerk. Ich meine, zieht er sich da auf die Säge, auf die Flex? Kennt ihr die Pflege, die Maschine, die Flex? Man flext was weg und auch in dem Sägewerk gibt es
eine Flex. Ist ja scheißegal. Jedenfalls finde ich die Zeile gar nicht schlecht. Und zu sagen, du saugst Tracks aus dem Internet, deine Mom saugt mir den Penis leer. Ja, dieses Saugen, Saugen, Zweideutigkeit ist jetzt auch schon ein bisschen ausgelutscht, so wie mein Elefantenpenis. By the way. Aber ist jetzt auch so, dass es öfter mal in irgendwelchen Zeilen verwendet wird. Beispielsweise, die Gärtners kauen am Schwanz. Erst war Kasa ein Programm zum Saugen. Heute ist bei Kasa Saugen Programm. Also Entertainment hat es natürlich auf ein Level und auf ein Niveau gehoben. Hat das hier die Zeile von ihm natürlich nicht auf Crack und Koks rankommt, aber irgendwie da mit dem Sägewerk und du saugst Tracks aus dem Internet, deine Mom saugt mir den Penis leer, finde ich jetzt gar nicht so scheiße. Also es ist natürlich komplett auch unter meinem Niveau, aber so scheiße ist es eigentlich gar nicht. Rede wert, setz dir ne Kapuze auf und denkst, dass du genehmig wärst. Ich flexe wie ein Sägewerk. Nicht regulär, bring jeden her. Du sorgst Tracks aus dem Internet, deine Ma sorgt mir den Penis leer, die hässliche Bitch. Auch diese Zwischenreibe, bring jeden her. Nicht regulär, bring jeden her. Regulär, bring jeden her. Du sorgst Tracks aus dem Internet, deine Ma sorgt mir den Penis leer, die hässliche Bitch, die so ein fettes Stück ist, dass bei ihr mit jedem Schritt der scheiß Estrich wegbricht. Ey Junge, checkst du das nicht? So ein fettes Stück ist, dass bei ihr mit jedem Schritt der scheiß Estrich wegbricht. Also sag mal, ey, ich meine, die hässliche Bitch und so ein fettes Stück oder was er da sagt, ist jetzt auch so, ja, diese Bitch-Reime finde ich eh immer wack, so, ne? Aber zu sagen, die ist so ein fettes Stück, dass bei jedem, fettes Stück, dass bei jedem Schritt, also stimmen da auch die Vokale, fettes Stück, E-E-Ü und jedem Schritt, E-E-I, also passt auch gut übereinander, der Estrich bricht. Hässliche Bitch, die so ein fettes Stück ist, dass bei ihr mit jedem Schritt der scheiß Estrich wegbricht. Der Estrich, fettes Stück Mist, wette, jeden Schritt, ja gut, stimmt doch nicht. Silben passen nicht überall, scheiß drauf, dass bei ihr bei jedem Schritt der scheiß Estrich wegbricht, ist eigentlich eine lustige Zeile, für die man auch guten Gewissens einen Punkt geben kann, Digga. Der Estrich ist der Wandanstrich, ne, und deine Mutter ist so fett, bei jedem Schritt bricht er ein Stück weg, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ey Junge, checkst du das nicht? Sie möchte gern auf meine Gästeliste. Legt ein Fuffi drauf, damit ich hier in ihre Fresse wichse. Guck, ich schreib... Ja, das ist halt komplett behindert, so eine Zeile. Ich bin Rap-Geschichte, du schreibst weiter Liebessongs. Battle zum Aufmerksamkeit, die du zu Hause nie bekommst. Die ich schreib Rap-Geschichte, du schreibst... Du. Rap-Geschichte, du schreibst weiter Liebessongs. Battle zum Aufmerksamkeit, die du... Ich schreib Rap-Geschichte, du schreibst weiter Liebessongs. Battle zum Aufmerksamkeit, die du zu Hause nie bekommst. Ja, ist jetzt kein Punkt wert, aber ist auch not bad, halt so wie eine Couch. Not bad. Zu Hause nie bekommst, diese Chance hier zu gewinnen, kannst du vergessen, Bitch. Taylor zeigt uns nur sein Gesicht nicht, weil er so hässlich ist. Und aber, ey Gott, Alter, nee, gut, da hätte ich bei jeder Zeile die so wert. Das ist so behindert, ich hasse so Zeilen, du trägst der Maske, weil du so hässlich bist. Dann verpackst doch wenigstens gut, so wie dieser Jay Jiggy in der Runde gegen Ente. Ey, du trägst ständig eine Maske, verdammt. Nee, du trägst ständig eine Maske, denn ey, du hast so krass Mauldämpfer. Atme einmal aus und es platzt jedes Schaufenster. Danke, gebe ich 9 Punkte für. Und was soll der Scheiß mit deinem Zweckreim-Massaker? Das Chosen sich nicht bemüht hat, hat dich gerettet, du Bastard, bis es platzt. Er reimt Zweckreim-Massaker auf gerettet, du Bastard. Das ist halt so, wenn man jemand anderes frontet mit, ey, von wegen, deine Texte sind Zweckreim-Massaker, aber das selber in seinen Text verpackt mit einem Zweckreim, ist es halt komplett sinnlos, Digga. Gerettet, du Bastard, Zweckreim-Massaker auf... Das ist halt komplett scheiße, da zieh ich jetzt auch einen Punkt ab. Da zieh ich einen Punkt ab, weil das ist einfach wack. Der Scheiß mit deinem Zweckreim-Massaker, das Chosen sich nicht bemüht hat, hat dich gerettet, du Bastard. Also, der Reim gerettet, du Bastard, auf Zweckreim-Massaker ist ein Zweckreim halt. Bist jetzt Platz 16, weil Laschka, der wohl korrekt zu dir Spaß war, schrieb dir einen Track, nachdem du abends bei dem Fettsack gesagt hast, ha! Junge, du merkst selbst, dass du Pisser... Ey, auch immer die Reime Bastard auf Laska, die enden nie, gell? Gib dir einen Track, nachdem du abends bei dem Fettsack gesagt hast, ha! Junge, du merkst selbst, dass du Pisser gegen mich keine Chance hast. Keine Chance hast, Lutte! Denn diese Runde zeigt dir Spaß, wo es lang geht wie ein Kompass. Wie ein Kompass, Lutte! Wenn wir... Auch diese Adlibs... Ach! Boah, kennt ihr es, wenn ihr hustet und es zieht euch fast bis in den Schaft hoch? Diese Stereo-Doubles im Hintergrund oder Adlibs oder wie du sie auch immer definieren willst. Wie ein Kompass, Junge! Ist jetzt auch nicht so krass, erinnert mich so ein bisschen an die alte Nordi-Zeit, Nordweststadt. An das alte, na wie heißen die denn, komm, Boss Music, das Boss Music Camp von Assad und so. Die haben auch immer so rumgeschrien. Ich brauche keine Waffen und fick dich mit Schiff und Zettel, Bitch!
Also wann knicken die denn hier? Wann kommt denn der Knick dieses Battles, Alter? Wann kommt denn der Moment, wo ich merke, aha, deswegen ist es, soll es scheiße sein? Also natürlich ist es jetzt hier mit das Schlechteste, was man hier gehört hat im JBB 2014 bis dato. Aber es ist jetzt nicht so schlecht, dass ich mir denke, ich überspringe das so. Es gehört doch dazu. Das war jetzt gar nicht so wack, Alter. Mal real motherfucking talk an der Stelle. Wir geben uns Taylan. Ja, sag mal, kommst du eigentlich später noch in den Taylan? Du sag mal, Jörn, nachdem du deine Hausaufgaben gemacht hast, kommst du dann später noch in Taylan? Auf einen schönen Camille-Tay. Kommst du in Taylan? Ja, bis später. Wie geil die dat? Schauen wir uns an, ziehen wir uns rein und fühlen uns gut dabei. Hier, ey. Boah. Bin ich hier auf was bin ich gerade draufgegangen? Ich hoffe für dich, Chris, ich bin gerade auf den falschen Link gegangen. Warum hat sich hier auf einmal was anderes geöffnet? Hast du ein Glück, Junge! Hast du ein Glück! Nee, war mein Fehler, ausnahmsweise mal, ja. Den Beat kennt man doch auch schon. Und ich habe die Like-Dislike-Statistik nicht gesehen. Geil, Alter, das macht mir viel mehr Spaß. Von Smiles gehypt ist, so wie Miley Cyrus. Tritt ich ihm gekonnt unter die Augen, lieber High Kicks. Und ich weiß, was dieser Junkie sich für Drogen holt, den Hoffnungsträger seiner Rendezvous. Rohhypno und Smiles schreibt. Miley Cyrus, unter die Augen, wir kommen mir besser nicht unter die Augen wie ein High Kick, sagt er dann. Ich weiß, was dieser Junkie sich für Drogen, lieber High Kicks, unter die Augen. Tritt ich ihm gekonnt unter die Augen, lieber High Kicks. Und ich. Ich trete ihm gekonnt unter die Augen. Also meint er damit, ich trete ihm, entweder er tritt ihn unter die Augen oder meint er das zweideutig im Sinne von, ey, tret mir besser nicht mal unter die Augen, im Sinne von, komm mir bloß nicht in die Quere, du siehst zu, dass du Land gewinnst, du Siedler. Ich finde den Flow aber echt gut, muss ich mal sagen. So, auch wenn die Reime da jetzt nicht so krass sind. Ich meine, Miley Cyrus, auf wie beim High Kick, er nimmt nur die zwei Silben von Miley Cyrus, nur die Cyrus-Silben mit, anstatt die vier von Miley Cyrus. Aber, finde ich jetzt auch bis jetzt gar nicht so blamabel. Ich weiß, was dieser Junkie sich für Drogen holt, den Hoffnungsträger seiner Rendezvous, Rohhypno. Da verstehe ich überhaupt nicht, was er von mir will hier gerade. Rendezvous, Rohhypnol, was ist denn das schon wieder? Das habe ich mir noch nie gespritzt. Ich rufe mal kurz Enter an, der weiß bestimmt was. Der ist bestimmt gerade auf Rohhypnol, Alter, Menschen anrufen. Und ich weiß, was dieser Junkie sich für Drogen holt, Hoffnungsträger, Rendezvous, Rohhypnol. Ach, Rohhypnol ist wahrscheinlich, ach so, lass mich raten, so, die Hoffnungsträger seiner Rendezvous sind Rohhypnol, wahrscheinlich ist Rohhypnol ein K.O.-Tropfen, richtig? Weil es sind die Hoffnungsträger von seiner Rendezvous. Und dann, wenn das wirklich so ist, dann ist es eigentlich gar kein schlechter Reim. Drogen holt auf Rohhypnol, er betont das Rohhypnol halt so scheiße, dass man es kaum gut verstehen kann, oder nicht gut verstehen kann. Aber im Kontext, Drogen holt auf Rohhypnol ist eigentlich gar nicht schlecht und deswegen belohne ich das mal. Mensch, klasse. Smile schreibt gern Witze, treibt es kunterbunt wie ein Zeichentrick, doch lacht so richtig herzlich erst, wenn er eine Kinderleiche fickt. Finde ich total ekelhaft, so eine Zeile. Auch total scheiße, so. Schwänze in die Speiseröhre quält sich erst, wenn er eine Kinderleiche fickt. Oder sich Schwänze in die Speiseröhre quält, denn dann läuft das schneller warm als ein Heißluftföhngerät. Das ist Speiseröhre klebt, denn dann läuft das schneller warm als ein Heißluftföhngerät. Ja, der Reim ist, es ist so von der, er rappt halt, es ist halt, der Flow, ich will nicht sagen, dass der ist nicht Offbeat, der ist tight drauf, alles klar, aber ich meine, wenn man auf so einem Beat halt auch Halftime die ganze Zeit da drauf so rappt, dann ist es auch nicht schwer halt den Takt zu treffen, ne? Aber vom Reim her finde ich das jetzt auch gar nicht so schlecht, plus, also, es ist vielleicht ein bisschen, ist es gezweckt? Ich muss den Reim hier gerade nochmal lesen, ich muss das manchmal untereinander sehen. Heißluftföhngerät oder Schwänze in die Speiseröhre oder sich Schwänze in die Speiseröhre quält. Das ist halt, was ist das für ein Deutsch? Ey, quälst du dir Schwänze in die Speiseröhre? Hä, das ist voll die komische Formulierung. Egal, er will halt den Reim auf Gerät. Da hätte er aber sagen können, oder sich Schwänze in die Speiseröhre gähnt. Voll Scheiß. Nee, fällt mir gerade auch nicht mehr so sein. Oder sich Schwänze in die Speiseröhre quält, denn dann läuft er schneller warm als ein Heißluftföhngerät. Ja, habe ich da jetzt einen Punkt für gegeben? Ich weiß es nicht mehr genau, aber eigentlich. Komm, es ist zwar ein Zweckreim, so ein bisschen dieses Gerät auf quält und so, ne, aber es ist prinzipiell, wenn man das Zweckige da
außen vor lässt, ein ganz guter Reim. Und es hat auch sogar noch ein Wortspiel. Er läuft schneller warm als ein Heißluftföhngerät. Und das belohnen wir einfach mal. Bizep und Qualität gegen Weed, Crack und Quantität. Denn ein Heißluftföhngerät. Schöne Flow-Passage. Das ist Bizep und Qualität gegen Weed, Crack und Quantität. Denn der Kriegschef bringt Beef-Rap gegen Bisexualität. Digga, das ist gut. Das gefällt mir, Digga. Warum wird das so gehatet? Das ist ja nicht schlecht. Also das Einzige, was ich kritisieren würde, ist seine, ist sein Flow halt, obwohl er eigentlich ganz gut ist, aber er bringt es irgendwie nicht so geil rüber. Dann läuft er schneller warm als ein Heißluftföhngerät. Das ist Bizep und Qualität gegen Weed, Crack und Quantität. Denn der Kriegschef bringt Beef Rap gegen Bisexualität. Alter, Digga, da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist not bad, Alter. Blend in Sicht wie für norwegische Bootsmänner. Bisexualität. Ja. Kein Land in Sicht wie für norwegische Bootsmänner. Du bleibst bei Frauen, nur der dorfewige Trostspender. Trostspender. Norwegische Bootsmänner, der dorfewige Trostspender. Du bist eine Frau nur der dorfewige. Was ist denn dorfewig? Ja, okay, der ewig im Dorf lebt, aber gibt's das Wort? Gibt's das Wort dorfewig? Gibt's das Wort dorfewig? Ja, also, es sind halt so Worte, jeder weiß, was damit gemeint ist, aber. Existiert dieses Wort denn wirklich? Ja, auf jeden Fall ist der Reim ja auch nicht kein Land in Sicht, wie für norwegische Bootsmänner. Ja, aber, ja, oh Gott, Alter. Ja, ist ein ganz guter Reim, aber ob das jetzt so, ob die, diese Wortspiele darin so gut sind, das ist ein Punkt für den, dabei ich auch nicht. Bootsmänner, du bleibst bei Frauen, nur der dorfewige Trostspender. Trostspender, Trostspender. Ich belohne das. Ich belohne das. Der Reim ist gut, Digga. Und da sind auch, wenn man will, auch wenn die Wortspielereien nicht krass sind, so kein Land in Sicht wie bei norwegischen Bootsmännern. Ja, gut, aber der Reim ist nicht schlecht. Und sie sind? Der macht die richtigste Klatte, Alter. Schwarz wie bei einem Burnout-Syndrom. Der Letzte wird der Erste sein. Ich ficke nur kurz den Tipp. Ist das hier der Taylor, der hier gerade rappt, da? Mit diesem Scheiß denkst du, stürmst du den Thron. Doch siehst nur schwarz wie bei einem Burnout-Syndrom. Der Letzte wird der Erste sein. Ich ficke nur kurz den Trittplatz. Heftig wie nie, denn die Technik ist wie ausgewechselt. Ich rapp nicht auf dreckige Beats. Und die Kinder lieben diesen Penner, der nur monoton rappt. Digga, so sieht es aus, wenn man float, dass die Hose ich dann noch schon mal totstellen. So schnell zieht es dir die Beine vom Boden weg und sackeln. Das ist so, das ist einerseits, ist es wirklich so jetzt von den Pattern, von den Rhythmus-Pattern, die ihr hier knallt und von den Silben wirklich nicht schlecht. Aber es wirkt auf mich wie so einer, der so... Ich will euch jetzt mal zeigen, dass ich schnell rappen kann, ohne dass ich das, was ich schnell rappe, sich gut anhört. So klingt es ein bisschen so, ich will nicht sagen, möchte gerne auf mich, aber es greift irgendwie nicht so. Ja, so sieht es aus, wenn man flows wie ausgewechselt. Ich rap nicht auf dreckige Beats und die Kinder lieben diesen Penner, der nur monoton rappt. Digga, so sieht es aus, wenn man float, dass die Hose ich dann noch schon mal totstellen. So schnell zieht es dir die Beine vom Boden weg. Aber dieses Flows und Hose und so und so, diese ganzen Dicker, das sind Reime, die hab ich wirklich, Alter, die hab ich gekickt, bevor ich wusste, was ein Mike ist, Alter. Sacke, nee, was dachte sich, wenn schlampige Mutter bei dir lacht? Nur macht sie brachte sie die Beine vom Boden weg. Und sacke, nee, was dachte sich, wenn schlampige Mutter bei dir lacht? Nur macht sie brachte dich ans Tageslicht und schon ging ihr Leben wie ein Bach. Runter, du machst alles. Aber interessanter Flow, er reimt da Reim, Reim, anderer Reim auf Reim, Reim, anderer Reim. Dachte dich, da dappa, dappa, dich. Muss ich dann noch schon mal totstellen, so schnell zieht es dir die Beine vom Boden weg. Und das ist von den Reimen, vom Reimschema. Ist das ja nicht mal so schlecht, würde ich mal behaupten. Ja, wo sind wir denn her? Du machst alles für Kohle. Und sag René, was dachte sich deine schlampige Mutter bei deiner Lach... Sag René, was dachte sich deine schlampige Mutter bei der Lachnummer? Sie brachte dich ans Tageslicht und schon ging ihr Leben den Bach. Sie brachte dich ans Tageslicht, dachte sich deine schlampige Mutter bei der Lachnummer. Sie brachte dich ans Tageslicht und schon ging ihr Leben den Bach runter. Ist, vom Reimschema wirklich nicht schlecht so, Alter. Sacre, nee, was dachte sich, wenn schlampige Mutter bei dir lacht? Nur mal, sie brachte dich ans Tageslicht und schon ging ihr Leben wie ein Bach. Runter, du machst alles für die Kohle, deiner Job ist ein Witz, dass ich ficke in ein paar Battle-Turnieren, VBT oder Rap-Sparring. Überall wurde deine Fresse poliert und du bist vielleicht smart.
Smiles nach einer Grastüte, René. Aber keiner findet dich berauschend, Digga. Du bist Smiles. Das finde ich nicht schlecht, Digga. Das sind Wortspiele, das ist natürlich auch so ein bisschen komisch, aber du bist Smiles, so verstehe ich das. Du bist Smiles im Sinne von nach einer Grastüte findest du alles lustig und lachst halt. Und du bist Smiles nach einer Grastüte, finde ich gut, Alter. Den hätte ich womöglich auch gegen ihn irgendwie gekickt. Smiles, Alter, ist ein schönes Wortspiel. Ohne Spaß jetzt. Smiles nach einer Grastüte, René. Aber keiner findet dich berauschend, Digga, denn du bleibst ohne Wirkung wie bei Hanfblütentee. Bank die WD, das. Grastüte. Hanfblüte. Und wegen diesen gottverdammten Grastüten landete ich tatsächlich in der Klapsmühle. Hanfblütentee, klar. Ja, aber der reimt Grasblüte auf Hanftüte. Reimt er das? Hanftüte, Grasblüte ist ein guter Reim, der gut im Kontext steht, aber er verkackt es halt mit den Silben. Grastüten, René, Hanfblütentee. Er hat bei dem Tee eine Silbe zu wenig, deswegen, ja. Nee, aber keiner findet dich berauschend, Digga, denn du bleibst ohne Wirkung wie bei Hanfblütentee. Bank die WD, das darin vergehen, als wärst du gerade eine Emo-Schiene. Du hast im Knast Idole, aber nur die Pädophile. Was Hooligan-Schläge, ja, du bist benebelt von den Emo-Schiene auf Pädophile, zwar ein guter Reim, aber das ist so, du hast im Knast Idole, aber zwar nur diese Pädophilen. Du hast im Knast Idole, aber nur die Pädophile. Was Hooligan-Schläge, ja, du bist benebelt von den Drogen, die in deinen Kopf noch stärken. Schore Tabletten, ja, du bist so raus, dass sich in Drogenlabore. In der Schrecke mein Flow und die Technik wie Coca, denn sowas wie dich beginne ich hier ins Koma zu rappen. JBB ist wie Working Death, jetzt kill ich selbst schon tot im Berg. Es ist einerseits wirklich nicht schlecht und der hat's auf jeden Fall verstanden, da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden, aber es fehlt mir so ein bisschen was, um auch an dieses Niveau von den anderen JBB-Teilnehmern dran zu kommen. Es ist irgendwie so ein bisschen wischiwaschi geflowt. Es ist einerseits gar nicht so schlecht, aber das, was er machen will, erfüllt er einfach nicht komplett so. Es ist irgendwie komisch. Komma zu rappen, JBB ist Working Death, jetzt kill ich selbst schon tot im Berg. Hey, Smile, schenk uns ein Zahn. Freunde, es ist immer wieder ein Traum einfach. Es ist einfach immer wieder ein Träumchen, wenn einfach die Kamera abschmiert und ich währenddessen komplett in einem Laberflash bin, dass ich das Piep, 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 was diese verdreckte Kamera macht, nicht hört und sie einfach abschmiert, ich irgendwann drauf gucke und denke, auha. Die läuft nicht mehr. Und dann, ich weiß überhaupt gerade nicht, wo ich aufgehört habe, so. Aber ich glaube, es war irgendwann bei der Hook. Sollte ich da jetzt irgendwas, ja, verpasst haben oder so, ne? Denkt, das ist doch nur Taylor vs. Smiles. Ihr wolltet doch sowieso, dass ich viel skippe. Also, alles wie gehabt. Wir machen jetzt bei der Hook weiter. Aber sofort. Ach so, ich habe gerade einen Punkt für die, falls es nicht mal auf der Kamera aufgezeichnet war, einen Punkt für die, zeig uns dein zahnloses Lächeln nach dem Battle. Battlest du am Bahnhof nach Essen? Punkt gegeben. Mit diesem Scheiß denkst du, stürmst du den Thron. Doch siehst nur schwarz wie bei einem Burnout-Syndrom. Hey, Smile, schenk uns dein zahnloses Lächeln. Nach dem Battle battlest du am Bahnhof nach Essen. Mit diesem Scheiß denkst du, stürmst. Hätte ich länger gezogen beim zweiten Mal, wenn er die Hook zweimal wiederholt. Schenk uns ein zahnloses Lächeln. Nach dem Battlen battlest du am Bahnhof nach Essen. Und einfach so. Einfach komplett auslaufen lassen. Auslaufen lassen. So wie die Frauen, wenn sie mich oben ohne in der Küche stehen sehen. Während ich mir meinen Bacon brate. Im Battle battlest du am Bahnhof nach Essen. Mit diesem Scheiß denkst du, stürmst du den Thron. Doch siehst du schwarz wie bei einem Burnout-Syndrom. Das ist echt cool, wie deine Mama hinter dem Baum vorspringt. Das ist echt gut, ich zeig euch jetzt, wie ich betonen kann, damit mir keiner sagen kann, ich könnte nicht betonen. Das ist so, das ist, erinnert mich manchmal ein bisschen wie bei Julian bei den Runden. So, dass er will so diese Elemente abklappern, die irgendwie, naja, gefragt sind, sag ich mal. Und er will einem hier so zeigen, von wegen, guck mal, ich kann betonen. Aber es ist irgendwie trotzdem scheiße. Mit diesem Scheiß denkst du, stürmst du den Thron. Doch siehst nur schwarz wie bei einem Burnout-Syndrom. Das ist echt cool, wie deine Mama hinter dem Baum vorspringt. Dein Vater hält die Kamera am Wald für sein abgefucktes Bauernkind. Ihr seid eine Familie aus Fonton, ja. Für einen Baum her springt. Und dein Vater. Das ist echt cool, wie deine Mama hinter dem Baum vorspringt. Dein Vater hält die Kamera am Wald für sein abgefucktes Bauernkind. Ihr seid. Baum her, das erinnert mich gerade an, das ist eine Anlehnung an hier, wie heißt denn der? Teddy, Comedy Show hier. Was laberst du? Dieser Typ, der macht doch auch ein Video, wo seine Frau, Freundin hinter dem Baum hervorspringt und er filmt das oder so ein Scheiß, ne? Ja, komm. Deine Familie aus Fonton springt, dein Vater hält die Kamera am Wald für sein abgefucktes Bauernkind. Ihr seid eine Familie aus Fonton, ja, so richtig, mir sind Mutanten frisch, die sich nur und sind es vermehren. Ich werde das alles in einem Blut beenden, die Blutanstrenge zerteilen. Genau wie meine Zwangsheimketten, um euch eine Chance zu lassen, muss ich in meinen Text ein bisschen Dreck reinstecken, so. Ich verfolge überhaupt nicht mehr, was er mir hier gerade erzählt. Genau wie meine Zwangsheimketten, um euch eine Chance. Seine, was, seine Zwangsreim, sagt er das?
Zwangsreimketten. Mutanten fressen Blutbad beenden. Ist eigentlich auch ein guter Reim, aber er betont es so scheiße, dass es sich wie ein Scheißreim anhört. Die Blutbahnstränge zerteilen, Digga. Zwangsreim. Genau wie. Die Blutbahnstränge zerteilen, Digga. Genau wie meine Zwangsreimketten. Muss ich mir in den Text ein bisschen Dreck reinstecken? Das ist ein Drecksreim. Zwangsreimketten auf Dreck reinstecken. Das ist ja vielleicht ein Drecksreim. Das ist ja, warum nimmt der was? Das ist ja dreckig, Alter. Die Kompetenz sinkt, wie Gwen Stefani. Zulassen muss ich in meinen Text ein bisschen Dreck reinstecken. So wie deine kleine Slut beim Sex, wenn sie gebankt von dir wird. Aber Dicker, du fickst leider mit Männern, denn du wurdest von der Kindheit an schon von Männern gewirkt. Und ja, ich schwöre melancholisch und hab auch schon Liebeslieder geschrieben. Naja, ich schwöre melancholisch und hab auch schon Liebeslieder geschrieben. Kindheit an schon von Männern gewirkt. Und ja, ich schwöre melancholisch und hab auch schon Liebeslieder geschrieben. Eine Schiene geschoben und du willst nicht wissen, wie viele Briefe mir von Frauen zu fliegen, denn sie sind von. Ne, das will ich wirklich nicht wissen, weil wahrscheinlich die Antwort darauf null lautet. Du willst eine Nummer schieben, nehm die Null, die lässt sich rollen. Dicker, kleiner Tipp von Onkel Chicky. Auch schon Liebeslieder geschrieben, ne Schiene geschoben und du willst nicht wissen, wie viele Briefe mir von Frauen zu fliegen, denn sie sind verliebt und plötzlich wollen alle Mädels meinen Schwanz nass lecken. Durch den Sound hab ich täglich mehr mit Fingern zu tun als ein Handwaschbecken. Wie kann man wie du nur. Da war's ein Scheiß. Mal, sie wollen meinen Schwanz nass lecken. Ist auch schon alles so ein bisschen gezweckt, so Hauptsache er kriegt die Reime, gell? Sie wollen meinen Schwanz nass lecken. Nach dem Battle habe ich mehr mit Fingern zu tun als ein Handwaschbecken. Also ich belohne mal das, ich habe mehr mit Fingern zu tun wie ein Handwaschbecken. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Und ja, aber der Schwanz nass lecken, ey, keine Ahnung, Digga. So Standard-Rap, wenn dein Flow ist wie eine Schlaftablette. Du wirst von mir wie ein Priester gefickt, vergewaltigt in den Wandschrank erkennen. Liegen. Oh, aber Schwanz nass lecken, Handwaschbecken, Wandschrank stecken, oder was sollte? Oh, ist wie eine Schlaftablette. Schlaftablette, Handwaschbecken, das ist eigentlich auch so ein Reim, der ist eigentlich echt gut, ne? Also der ist wirklich gut. Handwaschbecken auf Schlaftabletten ist ein sehr, sehr guter Substantiv, mehrsilbiger Substantivreim, bei dem alle Vokale stimmen. Einzig und allein die Betonung leidet ein bisschen drunter, aber das würde mich nie davon abhalten, so einen Reim zu kicken. Deswegen Props, dass er den Reim kickt, der ist echt gut. Und dann, ja. Du wirst von mir wie ein Priester gefickt, vergewaltigt in den Wandschrank ecken. Und Wandschrank ecken ist auch ein guter Reim. Liegen gelassen, ich schieße die Affe ein Lachen ins Face wie Foto. Aber Schwanz nass lecken ist kein guter Reim. Nochmal hier ausdrücklich erwähnt. Fickt, vergewaltigt in den Wandschrank ecken. Liegen gelassen, ich schieße die Affe ein Lachen ins Face wie Foto. Jetzt mal nochmal zum Schluss, dann musst du wieder ackern auf den Obstplantagen. Ich schieße dir ein Lächeln ins Gesicht wie Fotografen, finde ich aber auch ganz gut. Und dann musst du wieder ackern auf den Obstplantagen. Ja. Denk uns ein zahnloses Lächeln. Nach dem Battle battlest du am Bahnhof nach Essen. Mit diesem Scheiß denkst du, stürmst du den Thron. Doch siehst du schwarz wie bei einem Burnout-Syndrom. Hey Smile, schenk uns ein zahnloses Lächeln. Nach dem Battle battlest du am Bahnhof nach Essen. Mit diesem Scheiß denkst du, stürmst du den Thron. Doch siehst du schwarz wie bei einem Burnout-Syndrom. E finito. Muchos gracias. E tutto a posto. Ehi, c'è Gigolos. Hallo. Der neue Pavarotti. Kid, ich stech mir die Augen aus und nenn mich den neuen Pavarotti. Und Zeug mit Ramazzotti. Erneut nen Tamagotchi. Kid, Killer. Der Big Boss. Grüßt euch. So, Freunde, ziehen wir uns jetzt hier rein. Hier, Smiles. Ich kann die gar nicht mehr auseinanderhalten. Smiles hat von mir bekommen. 2, 4, 6, 8. Richtige Packung hier da. Das kann ich sogar noch im Kopf zählen, ohne Probleme. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Taylan 13, Smiles 8. 8 zu 13. Jetzt muss ich mir aufschreiben hier schon wieder. 8, 13. 8 zu 13 für wen? Jetzt weiß ich schon wieder nicht. So schnell geht Smiles, ne? Hat Smiles gewonnen, gerade hat Taylan gebattelt. Ne, Taylan hat. Taylan, Smiles. Taylan hat 13. Oh Gott. Wenn ich jetzt schon wieder falsch liege, Alter, mit der Mutter in meinem Schlafzimmer Bett, dann gibt sie wieder Lahara. Ich habe gehört, die Julian-Analyse soll mega unterhaltsam und das Beste am ganzen Battle sein. Deswegen freue ich mich auf die Abanalabüse von unserer Frau Boyen Schubulien. Oh, die geht aber lang. Anti-Analyse. Julian übertreibt jetzt 100 Pro und disst die komplett runter und sagt, es war das Schlechteste, was es jemals auf seinem Kanal gab. Irgendwie sowas wird er jetzt tun, Alter.
Freue ich mich drauf. Wir sind bei Smiles gegen Talon. Ich hatte gar keine... Ach, Talon heißt er. Heißt ja gar nicht Talon. Man, da konntest ja gar nicht in Talon kommen nachher. Mach da Hausaufgaben. Erwartungen an dieses Battle und trotzdem haben die beiden es geschafft, mich maßlos zu enttäuschen. Diese beiden Teilnehmer haben sich als JBB unwürdig erwiesen. Das ist sowieso schon das Battle gewesen, welches sowieso niemanden interessiert. Versucht man da nicht wenigstens die paar Leute, die sich das geben, von sich zu überzeugen? Ich streike und werde diese Runden nicht analysieren. Gammelschrott, Video, schreckliche Technik und ultra ausgelutschter Beat gegen schwule Autotune-Hook, Zweckreim-Massaker und Fremdschämen-Video. Die beiden Typen sind... Ja, das Video, das ist halt wirklich lustig, ne? Aber die Sache ist, wenn er das wirklich so auf diese Schiene fahren würde, von wegen, haha, ich mach mich ein bisschen zum Affe und mache hier ein bisschen einen auf Animateur-Entertainment, Lila-Launebär-Programm, dann wäre das lustig. Aber das Problem ist, dass man ihm so ansieht, dass er es todernst meint. Und das ist dann natürlich schon auf jeden Fall lacherhaft. Ja. Gegen schwule Autotune-Hook, Zweckreim-Massaker und Fremdschämen-Video. Die beiden Typen sind so männlich wie eine Schamlippe. Wenn man alle Punchlines beider Runden zusammenzählt, kommt man, wenn man großzügig aufrundet, auf keine einzige. Ja, komm, jetzt übertreib mir. Ja, es ist natürlich, er hat schon irgendwie recht. Es ist wahrscheinlich damals, die Namen sagen einem auch gar nichts oder ich weiß nicht, wie das früher war halt, ne? Aber das ist jetzt wirklich so das Battle, wo man am wenigsten Bock drauf hat, ne? Und dass die beiden jetzt auch, sage ich mal, sich nicht mit Ruhm bekleckern, wie ein Parkinson-erkrankter Jamaikaner mit Ruhm bekleckern. Ja, der war gut, ich weiß, danke. dann ist es natürlich auch scheiße für die, aber dass man das jetzt so darstellen muss, also so katastrophal war es für mich und mein Gehör und für meinen Geschmack auch nicht. Also es war schon eher so das Schlechteste, was man gehört hat, aber so scheiße, dass man es nicht mal bewerten muss, finde ich jetzt auch echt nett, Alter. Ich will damit nichts zu tun haben. Dafür ist mir meine Zeit einfach zu kostbar. Ich gehe Golf spielen und ihr könnt das alleine entscheiden. Das User Voting. Ihr fandet auch beide Runden völlig zu Recht komplett scheiße. Lieg ich hier richtig? Smiles hat besser abgeschnitten. Smiles ist für euch das geringere Übel und damit... das geringere Übel. Viertelfinale. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß dabei, übelst zerfickt zu werden. Morgen gibt es wieder Hoffnung, denn es battelt Kinder Gray gegen... War das jetzt wirklich die Analyse? Smiles, gegen wen kommt der denn dran, Alter? Gab's danach noch irgendwas? Hi, Plexi, wie guckst du denn hier da gerade, sag mal? Gab's danach noch irgendwelche Infos? Haben die rumgeheult, Smiles und Taylor? Danach... Klärt mich ein bisschen auf. Perplex 23. Hey, aber Moment mal. Ich hab was vergessen. Smiles Video ist so schlecht, dass er disqualifiziert ist. Hab ich ja in der Cassius Clay Analyse schon angekündigt. Ein Mann, ein Wort. So ein Scheiß aber auch. Was mache ich denn jetzt? Wer könnte am besten als Ersatz reingehen? Talon? Ha, guter Witz. Es gibt 7 Leute, die bis jetzt ein Battle verloren haben. Und ich weiß auch genau, wen ihr haben wollt. Nämlich Diverse. Er hätte sowieso beide locker platt gemacht, wenn es seine Gegner gewesen wären. Ach, was? Die Runden von Smiles und Talon werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen unauffällig von meinem Kanal verschwinden. Hey, was übertreibt er denn so? Ich meine, ja gut, es ist ein Entertainment-Programm, so was er da fährt, ne? Aber er muss es echt nicht so übertreiben, Freunde. Vielleicht ist diese Aktion ein bisschen unfair, aber ich finde es viel unfairer, dass ich solche Runden bekommen habe. Wir sind hier nicht in einer schwulen Bar oder beim Urlaubsvideo-Contest. Entertainment. Let's go. Bah, Digga. Fight. Geil! Ja, Freunde, das war's. Schön. Alles, was ich gesagt haben wollte, habe ich gesagt. Super. Ganz ungewohntes Gefühl, so kurz hier zu sein, ne? Ja, Freunde, so ist das nun mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. An die neuen Leute, abonniert diesen Channel. An die langjährigen, versifften Leute, die ihr ganzes Leben aufgegeben haben, nur um mit mir etwas mehr Zeit verbringen zu dürfen. Ihr habt alles richtig gemacht. Aktiviert alle die Glocke hier, ihr Quasimodos. Checkt mein Merch, rap-tutorial.de. Checkt das aus, das Tutorial wächst und gedeiht. 2 neue Beats sind jetzt hier auf dem YouTube-Kanal. Genau, das muss ich auch noch ganz kurz erwähnen. Auf dem YouTube-Kanal von Rap Tutorial, ich werde es hier unten als angepinnten Kommentar anpinnen, rieseln jetzt langsam aber sicher die Banger-Beats rein von Inbeatables, die für die XXL-Abonnenten natürlich frei verwendbar sind und kostenlos vorzufinden im XXL-Abo. Und ich habe auf dem Rap-Tutorial-Channel noch mein Jiggy vs. Wortgenerator-Video hochgeladen, weil es einfach dort viel besser aufgehoben ist. Ne? Ich habe es also von... Hallo?
Ich hab's von dem JGigi-Channel runtergenommen, hab's auf Rap-Tutorial hochgeladen, nur dass ihr Bescheid wisst. Und dort findet ihr demnächst auch noch alle weiteren Gigi vs. Wortgenerator-Videos, die ich produzieren werde. Ja, yes, yo. Also Freunde, habt einen schönen Tag, schönes Wochenende. Wir sehen uns ganz bestimmt am Wochenende. Gehe ich mal schwer davon aus. Und yes, yo. Muchos lobos. Ciao.